Machte einmal frei. So, und dann sind wir jetzt auch hier auf YouTube. Sagen wir mal herzlich willkommen zu dem neuen Video hier vom Gebab. Dönerladen. Oder auch von mir genannt, jo, lecker. Ja, meine Freundin lacht, ne? Aber mein Laden ist wirklich so. Guck doch. Da? Wie? Ja, nur ich komme auf sowas. Genau, da hast du recht. Das ist doch immer schön. So, das haben wir, machen wir jetzt einfach hier so durchweg, ne? Wir verkaufen irgendwann mal Döner. Sind noch weit davon entfernt. Ich kann auch keinen Döner. Ja, ich kann leider noch keinen Döner machen. Es tut mir leid. Wir können noch mal drüber reden, wenn ich es kann. So. Wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Verdammt nochmal. Ich habe irgendwie den Yuan da besiegt, also den komischen. Dadurch konnte ich jetzt hier Spieße machen. Achso, eine Speisekarte müsste ich machen. Den nehmen wir, und den nehmen wir. Habe ich denn noch alles da dafür? Eigentlich ja. Machen wir das mal fix fertig hier. Tack, 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 tack. Achso. Irgendeiner müsste mal den Grill anmachen. Ich nicht. Ich mach das nicht an. Sehe ich ja nicht ein. So, mit was war das? War mal Salz und Pfeffer. So, Salz. Und Pfeffer. Ach nee, andersrum. Und das war's. Jetzt brauchen wir noch das Zeug. Okay. Aber wir haben keinen Anzünder mehr. So. Auch Anzünder, junger Mann. Bitte geben Sie mir da. Danke. Tschüss. Ich komme auch nicht wieder, versprochen. Na doch, ich komme schon wieder. Ich brauche ja das Zeug. Abstellen. F. Und anzünden. Super. Du kannst drauf. Du kannst hoch drauf. Einen Teller brauchen wir. Okay, dann brauchen wir Hühnerbein. War das eins oder zwei? Das ist schon wieder. Ich glaube zwei waren. Erstmal brauchen wir noch Petersilie. Dich kann man drehen. Und ja, genau, die Tomate lassen wir einfach verbrennen. Sag ich mal jetzt einfach so fies in so. Die Tomaten sind fertig. Du bist auch fertig, so, zack. Zack, 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 zack. Ach halt, die muss ich schnitten werden. Wäre schlecht, wenn nicht. So, das erste Rezept haben wir. Oh, die anderen weiß ich halt gar nicht mehr, wie die gehen. Mal gucken. Na gut, bitteschön. Tab. Speisekarte. Machen wir den Kebab-Spieß. Wir brauchen einen Spieß. Den können wir da drauf hauen. Und Knoblauch und grüne Babiba. Okay. Na dann. Lass mal so ein bisschen verbrennen, ja. Teller Hammer. Ah, die sind doch auch eigentlich. Die kann ich da auch hier drauf hauen. Aber ich weiß jetzt nicht, was darauf kommt. Moment. Nee, nicht da. Da. Hühnerbeine. Tomaten. Tomaten. So, das war jetzt da drauf und F. So. Wo ist denn hier mein... Okay. Hier hat sich irgendwas verändert. Finde ich nicht nett. So, warte mal. Dich runter. Dich runter. Dich drehen, dich drehen. Du sollst eigentlich drauf bleiben. Du musst runter. Oh, Katastrophe. Zack. Müsste das ja gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Gib ab. Passt. Perfekt. Hier brennt. Einfach auf den Tisch legen. Na herrlich. So, Hühnerbeine war ja einfach nur Tomaten und Tomatenscheiben, ne? Und servieren. Ein paar Teller. Einfach so billiges Essen, ne? Ein paar Hühnerbeine und fertig. Zack. Und Tomate drauf. So, und jetzt noch eine Tomatensuppe, müssen wir auch noch machen.
Tomatensuppe. Das war hier. Wasserhöhlen. Stopp. Perfekt. Ja, ich mache den Laden gleich auf. Beruhigt euch doch mal alle, Mensch. Davon, davon. Ich glaube, meine Tomaten reichen noch. In dem wundervollen Spiel namens Kebab Simulator. Kann man Kinder sehen, Junge. So. Und Tomaten reichen nicht. Tomatoes. Tomaten kriegen wir doch da. Ach Mensch, ach Mensch, ach Mensch. Und Sesam, öffne dich. Tomaten. Tomatoes. Ganz viele Tomatoes für mich, bitte. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Entschuldigung. Oha. Entschuldigung. Ja, ich mach's wieder in der Luft, ja. Ja, ich mach's. Der Holzkohle. Der Holzkohle ist in der Luft. So, an. Achso. Kühlschrank auf, Tomate rein. Und das muss ja jetzt hier so eine komische Mischung werden. Und Petrasilie drauf. Und jetzt sind wir eigentlich ready to go. Hoffe ich mal. Na gut, 100%. Also wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht, dass ich dafür komplett 100% kriege? Richtig, ich nicht. So, dann. Sesam, öffne dich. Ich würde mal fix noch schnell zwei Hühnerbeine holen gehen. Einfach so, damit wir es haben, wenn jetzt hier Action ist. Bei Hühnerbein und Ribeye. Danke, tschüss. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Nicht. Ich muss meine Freundin noch dazu überredet kriegen, dass sie das Spiel auch spielt. Das wäre schön. Könnte man das mit der hier zusammenspielen. Sie macht die Küche. Und ich den Rest. Findest du nicht gut? Schade. Schade, schade. Diese alle Mampfen. Nom. Nee. Den müsstest du mal noch reintun jetzt. Für 45 Minuten. Danke, danke, danke fürs Geld. Nee, macht's gut. Kommt doch einfach wieder, wenn ich noch Essen habe. Für euch. Und ich brauche immer noch so einen Typen, der für mich hier sauber macht. Ne? Das ist unfassbar. Einfach unfassbar. Richtig unfassbar. So. Habt ihr dann noch Essen genug? Wir haben noch Kebab, einfacher Kebab, Tomatensuppe haben wir. Wir haben noch alles da. Oh, du bist fertig, sehr schön. Geben Sie mir Ihren Teller. Du bist zufrieden und lässt dein Müll einfach hier. Na, oh, nicht schlecht. Mein Gott. Na, genau so ungefähr. Noch irgendwo Dreck? Nee. So, ihr seid alle fertig? Herrlich. Komm, zack, zack. Geben Sie mir das Geld, bitte. Wir nehmen Ihr Geld an. Und dann passt das auch. Passt wunderbar. Ich müsste mal ganz kurz das so machen. So nämlich. Und irgendwas ist leer geworden. Was ist es? Hier,
andere, das Hühnerbeinfleisch. Hühnerbein. Na dann, zack. Billy. Okay, und Deutsch. 3, 1, 2, 3. Naja. Zack, und zack. Ich brauche unbedingt jemanden, der für mich hier arbeitet. Ich mache, was ich will. Muss meine Freundin doch für mich hier anfangen. Und mir einfach die Leute bedienen. Ja, warte, ist gleich fertig. Ich brauche einen Teller. Tomate ist fertig. Wunderbar. Tomate drauf. Und ihr seid auch fertig. Eins. So. Und hier hast du gegrilltes Hähnchenfleisch. Sogar noch nicht mal schlecht. In der letzten Sekunde haben wir es doch noch geschafft. Das ist schön, dass wir das wenigstens schaffen. Und das nächste Essen. Oh Mann. Dass immer so stressig sein muss. Verstehe ich nicht. Aber jetzt wasche ich ab. Egal. Ja, du willst bezahlen. Geht gleich los. Nächstes Essen, ja. Welches Essen ist denn jetzt schon wieder leer? Ja, lohnt sich das jetzt noch? Nö, eigentlich nicht. Ist mir auch egal. Wen es nicht passt, dass ich das nicht mehr habe, da soll bitte jeden. Huch. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ja, Thomas, so wer isst doch ruhig das, was noch da ist. Immer isst. Immer isst. Anderes werde ich doch nicht kriegen. Hm? Ja, ich weiß, dass ich nicht bin. Aber wir haben es mitten in der Nacht. Und ich verkaufe nur noch die Reste, die ich vom Tag übrig habe, okay? Ist ja alles vollkommen okay. Macht ja nichts. Der Tag ist nämlich jetzt vorbei. Und die letzten Leute gehen. Weißt du? Und tschüss. Werden Sie uns bitte bald nicht wieder. Weil wir wissen alle, dass ich in euer Essen spucke. Warum hast denn du Angst? Dass ich in dein Essen spucke? Ja, dazu musst du halt nur in mein Restaurant gehen. Denn bei Jo lecker schmeckt's am besten. Nö. Achso. Hä? Darum kann ich den nicht abspülen. Was machst du? Jetzt machen wir da vorne noch leer. Und morgen früh müssen wir erstmal Einkäufe machen. Ich weiß nicht, irgendwann, ne? Kann ich hier so einen Mitarbeiter einstellen, der für mich hier das Abwaschen übernimmt. Damit ich nicht so viel rennen muss. Wird man ja. Bisschen komisch. Okay. Aber die Suppe bleibt stehen. Laden wir die Schlüssel. Licht aus. Hier. Macht's gut. War schön mit euch. Warum liegen hier eigentlich? Ja, keine Ahnung. Mir auch eigentlich eher. Wir wollen ins Bett. Da haben die Sachen wohl gelevelt, wa? Guck, ich habe heute 2500 plus gemacht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Der Laden lübt. Drücken Sie Tab, um neue Rezepte aufs Tablet zu machen. Nicht noch ein neues Rezept. Was ist es jetzt? Ach ne, ist immer noch Gebäudeshop. Ne, da. Speisekarte. Und Tomaten. Kann ich denn jetzt? Höh? Nein, ich kann. Ach da. Hähnchenspieß. Mach mal. Oh, wenn das kein Fehler gewesen ist. Na gut. Ja. Wir machen. Hähnchenspieß, einfach Kebab. Und wir haben. Wie viel haben wir davon? Ich weiß es gar nicht.
Wir haben 1, 2, 3. Ich kann es von hier nicht zählen. 1, 2, 3, 4 haben wir. 4 Stück. Na gut. Wir brauchen erstmal hier zweimal, hier zweimal. Danke, tschüss. Und dann brauchen wir noch Zutaten. Ganz viel. Ich kaufe erstmal Wild ein. Für den Hähnchenspieß zum Beispiel. Bräuchten wir jetzt. Huch, erstmal H drücken. Hähnchenspieß. Was nehmen wir? Hähnchenbrust nehmen, würzen mit Salz. Und dann schneiden. Okay, also nicht in den Mixer, sondern schneiden. Ja, das kriegen wir noch hin. Hähnchenbrust. Nehmen wir drei mit. Ja, wie sowas gut ist. Hier von zweimal. Meine Nase ist am Laufen. Ich weiß noch nicht mal warum. Ist das bei dir auch so? Mhm. Brauche ich ein Gewürz in der Luft? Ach, halt, da ist noch Dings drin. Das braucht ja nicht im Kühlschrank. Jetzt noch Tomatoes. Tomatoes, rote Paprika, Zwiebeln. Ein Gesundheitchen. So, warte mal, was brauche ich denn? Rote Paprika. Nehmen wir mal zwei mit. Petersilie brauchen wir wieder. Zwiebelscheiben. Ach hier. Jetzt haben wir schon Zwiebel. Ja, nicht schlecht. Wir nehmen es mal mit. Wird aber sie lernen. Das kannst du doch gar nicht alles so machen. Mal ernsthaft. Wie lange möchtest du das Spiel spielen? 800 Stunden. Yes. Das ist das Hähnchenbrust. Noch mehr Hähnchenbrust. Hähnchengeulen. Okay. So, warte mal. Jetzt machen wir mal die Hähnchengeulen fertig. Gleich immer. Da brauche ich nämlich das, das. Und ich habe Tomaten vergessen. Ich Holzkopf. Ich laufe wegen Tomaten darüber und kaufe sie nicht. Katsching. Hier jetzt bitte ein Dollar-Symbol einblenden. Wird nicht passieren. Ich da viel zu faul für bin. So, Holzkohle. Und Anzünder. Wunderbar. Anzünden. Brennt. Schublade öffnen. Okay. So, das muss gewürzt werden mit Salz. Huch. Mit Salz und mit Chili war das. 3, 1, 2, 3. Okay. Dann könnte ich doch nämlich jetzt auf den Grill. Perfekt. Teller. Dann haben wir das erste fertig. Das können wir auch gleich rausnehmen. Noch eine Petersilie. Und eine Tomate. Zack, zack. Okay. Und zwei, drei und eins, zwei, drei. Wunderbar. Ruf auf den Grill. Huch. Ruf auf den Grill. Dich runter und dich runter. Das fängt wieder an der Stress hier, ne? So, jetzt warte ich, bis ich das merke. Das können wir ja schon mal servieren. Kann ich nicht, weil ich es nicht im Dings habe. Speisekarte, und zwar Hähnchengeulen. Hähnchengeulen. Okay. Sehr schön. Hier brennt schön. Ein Trippei Hammerklubbe auch nicht drauf, ne? Nee. Wo ist es denn? Da. Warum wird die Tomate nicht? Bis auch keiner. Ah, gut. Teller. Immer Petersilie drauf. Fleisch drauf. Tomate drauf. Haben wir das nächste Rezept fertig. Zack. Mitkommen. Da rein. Und zwar bist du das. Verkocht fehlende Zutat. Habe ich ihn da vergessen.
Wir werden es nicht erfahren, was ich da vergessen habe. So, jetzt zieht's mal los hier. Würzen mit Hähnchenbrust. Hähnchenbrust. Würzen mit 3 Gramm Salz. Und 3 Gramm schwarzen Pfeffer. Okay. Schneiden. Schwanzfett. Brauchen wir auch. Das muss ich auch nicht würzen, ne? So. Ein Spieß brauchen wir. Und jetzt kann ich das zerschneiden. Und das zerschneiden. Okay, Spieß nehmen, am Spieß befestigen. Okay. Jede Seite packen. Den Spieß vom Spiel lösen. Grün. Aber wir packen das mal hin. Ich brauche rote Paprika. Rote Paprika und eine Zwiebel. So, Zwiebel. Zwiebel einfach nur schneiden. Okay. Schneiden Zwiebel. Ach, die hätte ich grillen müssen. Kann ich die noch grillen? Ja. Also, hä? Mach dich doch da dran. Wenn das abgrillen. Und die Paprika. Petersilienscheiben. Was sind denn Petersilienscheiben? Wahrscheinlich nur eins, ne? Oder? Oder? Ja, ne? Denke ich mal. Zack. Das wird auch, das wird alles. Perfekt. Kann ich dir nicht drehen? Du bist fertig? Ab auf den Teller. Das muss ich nicht drehen. Spieß nehmen. Das auf. Apfel. Ab auf den Teller. Und die Paprika. Und das war's, ne? Petersilie. Machen wir. Zack. Na bitte. Ja, es tut mir so leid. Ich habe mich gerade nicht auf Teller. So, Nase putzt, alles gut. Jetzt brauchen wir noch Speisekarte, den normalen Kebab. Normalen Kebab. Knoblauch. Ja, wieder kein Knoblauch. Kann mir mal jemand Knoblauch bringen, bitte, danke. Hat wieder keiner, ne? Das war ja klar. Knoblauch, 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 Knoblauch. Knoblauch. Achso. Ich soll das nicht auf den Grill hauen, wenn. Guck mal, was war es jetzt? Knoblauch und grüne Paprika. Okay, den dazu. Ne, keine rote, eine grüne. Grüne Paprika und Knobi. Und der kommt zurück dahin. Da wird mal zu immer. Hier ist noch einmal Knoblauch drin. Ein Tellerchen. Mal können wir uns doch mal nicht Teller wird voll machen, ja, ne? Nehmen wir jetzt mal Teller hier aus dem Regal, obwohl das ja wichtig ist. Zack. Und jetzt gibt's lecker Futtern für den Muttern. Sagte er, während seine Freundin im Hintergrund Chips isst. Ne? Ich werde nicht mehr gefragt, ob ich welche möchte. Dann kriege ich dann sowas wie, ja, du hast doch deine eigenen. Na, das ist schon frech. Finde ich. Also meine Meinung. Aber ich frage mich halt echt, wie willst du das bitte machen, dass du jedes Rezept, ne, mindestens einmal hast. Im Laden. Weiß keiner. Deswegen, willkommen. Könnte nochmal holen. Schwanzfett brauche ich. Das kriege ich hier drüben. Schwanzfett. Warum heißt das eigentlich Schwanzfett, wenn ich mal ehrlich bin? Kann mir das jemand sagen? So. Rein. Hypothetisch. Klingt so falsch, Klo. Ach, wie ist das? Paprika, Paprika. Petersilie, Petersilie und noch eine Zweibel. Und da habe ich auch schönes Level up. Das heißt, nächstes Level up. Dürfen wir jetzt hier so langsam Leute kriechen, die
Du Jüngchen, dein Spieß ist leider dreckig. Nicht gebraten. Aber das ist ja geil. Ja, esst das ja alle trotzdem. Mache ich ja nicht falsch, ne? Zack, 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 zack. Du auch fertig mit Essen. Wunderbar. Dann können wir das ja mal mit reinnehmen. Und abwaschen. Ich habe jetzt hier eine Stellenausschreibung. Wer möchte bei mir abwaschen kommen? Ich bezahle auch nichts. Alles ehrenamtlich hier. Wäre schlimm, wenn nicht. Hast du dir eigentlich einen Timer gestellt? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also du bist fädisch mit Essen. Geld dran. Mal gucken, was könnte man da noch machen? Hähnchenspieß. Hähnchenspieß. Brauche ich das? Und Speisekarte für Hähnchenspieß. Brauchen Zwiebel. Schwanz, Fettstück und das. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz welche töten. Was massiert einsammeln. Hat er jetzt immer sein Müll hingeschmissen oder was war das? So, Hähnchenspieß muss ich machen. Moment. Das war erstmal würzen. Was brauche ich denn dafür gewürzt? Hähnchen brauche ich schwarzen Pfeffer, ne? 1, 2, 3. Und Salz. 1, 2, 3. Wunderbar. Jetzt wird das zerhexet. Zack. Und normale Zwiebel, ne? War das einfach nur. Ach, rote Paprika auch noch. Okay. Das braucht man. Das braucht man. Mein Grill ist aus. Mein Grill ist aus. Das ist schlecht. Ja, Moment, geht sofort los, Leute. Mein Grill ist noch aus. So, jetzt geht's weiter. So, du isst. Du hast abgerechnet. Warum ist das denn jetzt so laut? Fett runtergetropft oder was? Schwierig, 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 schwierig. Ja, schwierig, schwierig. So, du wartest jetzt schön aufs Essen, ne? Tut mir ja leid, aber du musst jetzt einfach warten. Man muss sich ja auch mal gedulden. Das nächste Essen leeren. Zack, da drauf. Ablösen, drauflegen. Mein Spieß möchte ich gern behalten. Das Messer würde ich auch gern behalten. Und dann kriegt er das jetzt hier zu essen. Ach, Petersilie. Moment. Zack. Ja, dann geh halt. Mir egal. Ciao. Ja, sehr schön. So, du bist fertig. Schön. Du bist noch nicht fertig. Du bist fertig. Ja, mach mal sauber. Perfekt. Was fehlt denn jetzt nur? Das Ribeye. Oder was hatten wir mit auf der Speisekarte? Ja, Ribeye. Aber das will doch jetzt bestimmt keiner, oder? Doch, ne, war ja klar. Ein so ein Dulli kommt und das haben will. War ja so klar. Und da sind wir Level 10. Das heißt, nächsten Tag probieren wir uns, dass wir... dass wir einen Mitarbeiter kriegen. Eine Petersilienstange. Ein Teller für mich. Ja, wartet ihr bitte. Ribeye kommt. Das Ribeye kommt doch. Müsst ihr nochmal ruhig bleiben. Tomate ist fertig. Zack. 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 Du bist auch fertig. Wunderbar. Abfahrt.
Ha, ich war doch schneller als du gehen konntest, ne, du Vogel. Ja. Nun? Hä? Kannst du mich mal? Ich wollte ja nur dein Geld. Nur dein Geld wollte ich. Der Tag ist vorbei. Räumen Sie auf und schließen Sie das Restaurant. Raus mit dir. Genug hier essen. Genauso raus. Ich hab Feierabend. Ja, nö. Ja, komm. Laden ist vorbei. Ach, Laden ist vorbei. Der Tag ist vorbei. Ach, halt. Ich muss ja X drücken, um das hier wegzuräumen. Das ist schon ein bisschen traurig, ne, dass ich so viel wegschmeißen muss. Einfach nur traurig sowas. Jo. So, wieder Teller. Und ich kann nicht damit anfangen. Einfach wunderbar das Spiel, ja. Mal noch gucken. Nächsten Tag. Erweiterungsprozesse. Ganz viele Erweiterungsprozesse. Und da das alles live ist, wird das auch einfach runtergecuttet. Ist zwar ein bisschen doof, aber all die hier live dabei sind, ihr seht das halt als erstes als die Leute auf YouTube. Ist nun mal so. Kann man nicht ändern. So, Server sind gespült. Stellen wir hier vorne hin. Und dann würde ich sagen, der Tag ist rum. Gute Nacht. Schlaf gut. Huch. Macht's. Huch. Gute Nacht. Und wieder was gelevelt. Ach, herrlich. Das ist doch schön, wenn was funktioniert. Richtig schön. Ich weiß nur noch nicht, wie lange ich mache. Aber. Und wird auch plötzlich machen. Sehr schön. Es wird immer besser. Immer und immer besser. Okay. Weiter. Haben wir irgendwas jetzt verbessert? Nee, ne? Aber warum haben wir jetzt hier eine 44 stehen eigentlich? Was heißt die 44? 44 neue Möbel oder was? Meinst du? Aber Mitarbeiter. Wir können endlich unseren ersten Mitarbeiter einstellen. Und entweder wird sie Natalie oder der Arnold. Was wird's? Natalie. Ne, Natalie wird's. Okay. Ach, Raider. Oder was? Tisches oder Cleaning. Warte mal, macht die jetzt meine hier richtig hier vorne rein, oder was? Oder was heißt dieses Raider? Ich weiß es halt nicht. Aber ich würde sie halt erstmal. Raider? Waschtische, also Kellerwäscher, Wäscher. Oder so. Saubermacher. Ich denke mal, die macht die fertigen Gerichte, ne? Ah ja. Ich stelle hier mal Teller hin. So. Und dann gehe ich einkaufen. Was nehmen wir heute rein? Wir nehmen wieder den Spieß wieder rein, den Spieß wieder rein. Die Hühnerbeine nehmen wir rein. Tomatensuppe und vielleicht hier das Fleisch. Da brauchen wir halt jetzt noch ein so ein Möbel, ja. Dann nehmen wir den Tisch leider. Bewegen. Gitter. So war es Gitter. War es einfach so. Okay. Und jetzt Gebäude. Stationen. Da drauf und hier so Teil. Gitter. Und dann kommt es da daneben. Gatsching. Und jetzt könnte man mal noch gucken, ob man hier irgendwas reinhauen. Los. Irgendwas bauen wir jetzt hier noch hin.
nicht Speisekarten, sondern Gebäudeshop. Station. Sowas zum Beispiel. Ein Spießhalter. Zack. Ein Spießhalter haben wir. Was können wir noch machen? Ein Drehspieß. Dönerköcher. Sie wird die Zubereitung von Döner verwendet. Achso. Und das sind Mini-Gefrierschrank. Kleiner Gefrierschrank. Es wird das drin erhalten, Produkt verderben. Sie abmessen können je nach Serie fallen. Achso. Okay. Ständer. Getränkekühlschrank. Ein Schaufel, um Tee zu servieren. Okay. Also das ist das Schild von draußen. Sollen wir noch das Schild von draußen? Keine Ahnung. Gibt halt nichts. Was man jetzt hier so noch bauen könnte. Weidenwand. Moderner Teppich. Pflanzen. Lichter. Okay, die ist cool. Die ist teuer. Okay. Wir einkaufen. Wir brauchen. Ha. Das brauchen wir. Das brauchen wir, das brauchen wir. Dann brauchen wir. Davon was? Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Oder mach's besser. Ja, erstmal hier oben auf den Tisch. Zack. Jetzt holen wir das Fleisch. Ganz viel Fleisch. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Feuer. Dann kann ich einen Großhandel gehen, kriege ich mehr von. Sesam, öffne dich. Fertig. Bling. Machen Sie Ihre Vorbereitung und öffnen Sie, wenn Sie bereit sind. Kunden 18 bis 23. Guck mal einfach jetzt hier von jedem. Mir doch egal. Was wir haben, haben wir. Und was wir nicht haben, kaufen wir halt. So ist das. So. Mit was fragen wir denn? Was haben wir denn alles auf der Speiseordnung? Eine Tomatensuppe. Die machen wir als erstes an. Weil die ist ja schon seit 3 Tagen fertig. Das wird schön. Die schmeckt bestimmt noch gut. Abgestanden. Abgestandenes Essen. So. Der Öffel. Und? So. Bin ich mal gespannt. Oh. Bin ich mal gespannt, ob sie denn wirklich heiß ist. Glaube nämlich nicht. Ach, Petersilie. Immer wieder vergesse ich die. So. Als erstes Tomatensuppe. Ja, nee, schön, ne? 3 Tage alt und trotzdem ist er noch gut. Das ist doch auch schön. Ist doch auch mal was Schönes. Denke ich mal. Ich will's doch wohl nicht. Okay. Haben wir das erste fertig. So, hier brauchen wir... Nee, Milch? Brauche ich die jetzt schon? Nee. Tomatensuppe haben wir fertig. Butter. Grillanzünder, Grillanzünder, Holzkohle. Holzkohle. Holzkohle kann man schon mal reinmachen. Holzkohle ist wichtig. Hä? Jetzt Holzkohle drin? Anscheinend. Okay. So. Hoch. Jetzt brauchen wir. Mit was fangen wir denn Schönes an? Mit einem Hähnchenspieß wieder. Da brauchen wir ja eh mal wieder so ein Wanzfett und eine Hühnerbrust. Und die wird gesalzen, nur mit Pfeffer und Salz, ne? Genau. Nee, du nicht, aber du. Zack. Und du. 1, 2, 3. Wunderbar. Ein Knöbel. War das Knoblauch? Warte mal. Spieß neben Hähnchenspieß. Das Zeug dann, das Spieß vom Stiel lösen. Rote Paprika. Rote Paprika. Petersilie und Zweifel. Eine Zwiebel, so. Okay. Dann das da drauf. Dich nicht. Das da drauf. Das zerhacken wir. Also, ich verstehe das halt nicht jetzt. Was macht die jetzt? Bedienen die jetzt die Leute? Das ist ja schön. Warte mal, wir können aber mal schön machen. Wir haben ja die Zeit.
läuft ja hier keiner weg. Außer vielleicht meine Mitarbeiterin, weil sie sich so denkt, was ich da mache. Die schöne Nathalie, so. Das zünden wir jetzt an und dann kommt das da drauf. Genau. Das schon mal auf den Teller. Und so, warum? Ach, jetzt. War ein kleiner Leck, würde ich mal sagen, ne? Oha. Gut. Dann können wir eigentlich auch Speisekarte den fertig machen. Dazu brauchen wir den. Knoblauch. Knoblauch. Und grüne Paprika. Okay. Dann machen wir den nämlich auch gleich fertig. Du bist fertig. Darauf lösen. Achso. Darauf, darauf, weg. Zack. Zack. So, wenn ich die jetzt fertig habe, bringt die jetzt die das davor oder wie machen? Nee, macht sie nicht. Die läuft halt einfach nur dumm rum. Für was habe ich die denn? Wenn die nichts macht. Also. Warte mal. Ach halt, so. Mitarbeiter. Mach du doch mal, ja. Was da? Ach, man kann das einstellen. Okay, dann so. Dann macht die jetzt alles. Wird versklavt, die junge Frau. Okay, nächstes Gericht. Hühnerbeine machen wir gleich. Hühnerbein. Brauchen wir beide. Hühnerbeine und Tomate. Mehr nicht, ne? Du kannst hoch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Geht das trotzdem noch? Ja, ne? Ja. Hoffe einfach mal, dass es jetzt hier noch funktioniert. Wäre schlecht, wenn nicht. Okay. So, die muss verpackt werden. Knoblauch. Das andere. Und das sind. Komm, mehr fertig. Dankeschön. Abfahrt. Und das ist der einfache Kebab. Ja, es verkocht. Es ist nicht vor. Nee, okay, wir regen uns nicht auf. Das Messer weg. Wir brauchen Salz. Bei beiden. Und Chili. Mehr brauchen wir dann auch nicht. Und dann können die auf den Grill. Okay, einen Teller brauchen wir. Okay. Mal lassen wir doch hier rein. So. Drehen, drehen, warten. Und wir warten, und wir warten. Und fertig. Also wenn ich ehrlich bin, ich würde ja bei mir im Restaurant ja eigentlich gar nichts essen. So, rein gar nichts. So, Hühnerbein. War schön. Und jetzt noch Rippbein, ne? War das. Normales Steak haben wir noch. Genau. Haben wir uns auch noch hier eins liegen. Tomate. Und Petersilie. War das ein Petersilie oder zwei? Ich glaube zwei, ne? Und zwei Petersilienscheiben. Und dann würzen wir das hier einfach. Ab auf den Grill. Ab auf den Grill. Und dann geht's los. Ja. Oh. Können wir das Spiel ein Stück leiser machen. Echt laut gerade. So. Echt ein bisschen laut. Zack, 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 zack. Wie lange ist denn der Timer noch? 9 Minuten. 9? Na, das passt doch.
Also, wo ist mein Teller da? Und dann können wir jetzt eröffnen, ne? Dann ist der Tag auch schon fast fertig. Gegrilltes Fleisch. Auch nicht wieder verkocht. Ach, Leute. Komm drin. Esst einfach und seid ruhig. Irgendwie hat er meinen letzten Spielstand nicht gespeichert. Fällt mir gerade auf. So, Moment, warte mal. Ich muss mal hier Fleisch aus der Box nehmen. Bist du müde? Na dann, ist doch schön. So, was macht die jetzt? Ach, alles gut, mein Schatz. Wir essen jetzt gleich und dann gehen wir schlafen. Okay? Ich muss nur wissen, was meine Madame jetzt hier macht. Die Kleine. Ah, die kassiert jetzt und räumt ab. Ne, hör auf. Oh, ist das herrlich. Da kann man einfach zwei von einstellen. Und ich kann mich halt rein aufs Kochen konzentrieren. Das ist schön. Also ab jetzt brauche ich halt echt nichts mehr machen. Soweit. Wir könnten doch noch einen zweiten einstellen, ne? So, warte mal. Du machst das nicht, du machst das. So. Genau so. Und er wäscht jetzt ab. Geil. Ja, yeah. Oh, ist das herrlich. Ich kann zwei Angestellte versklaven, das war auch schön. Herrlich, herrlich. Wirklich einfach gerade noch dumm rumstehen, ne? Aber ich kann ja mal so machen. Ich würde halt so einen Spieß halt ja noch fertig machen. Ja. Das da. Was ist leer? Was ist leer? Das Fleisch. Ach, der normale Kebab. Das ist gut, dass ich den machen will. Wieso? Ich brauche Fleisch mit einem Ribeye-Stück nehmen. Und da rein. Okay. Dann Schwanzfett zerhacken. So, das kommt in den Kühlschrank. Und das kommt jetzt damit rein. Da kommt jetzt rein Salz. Dreimal Salz und dreimal Pfeffer. Ach halt. Kommt da rein. Dies nehmen. Achso, einer kommt ja gleich hier hin und der Rest wird gleich wieder verarbeitet. So, zack. Vorproduktion ist alles. Ich hätte halt von allen Jahren so eine Vorproduktion, das wäre so schön. Zack, was brauche ich dazu jetzt noch? Rührschüssel, Knoblauch. Moment, Knoblauch. Und grüne Paprika. Habe ich sie? Nee, jetzt. Okay. Ja, kleinen Moment. Es geht sofort weiter. Du wäschst ja schön ab. Ne, das ist schön. Da freuen wir uns doch. Ihr wartet noch kurz. Dann passt das. Jetzt ist der Grill ausgegangen. Oh mein Gott. Das kannst du auch keinem erzählen. Kann ich mir nicht so einen Elektrogrill holen? Also jetzt mal ernsthaft. Das ist doch zum... Na jetzt. Ja. Bitte kleinen Moment, okay? Bitte geduldet euch. Ja, lauf hinter der Theke, du. Kleiner Mann, du. Herrlich, 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 herrlich. Okay. Zack. Das ist das nächste Essen leer. Weiß nicht, was es ist. Aber es ist leer. Da drauf. F. Hinlegen. Weg. Da dran. Okay. Nö, das ist doch schön. Also Essen vorbereiten wäre halt echt noch besser. Das servieren wir.
Sehr schön. Mm. Aber lohnt sich das jetzt noch, Hähnchenquellen zu machen? Eigentlich ja nicht. Ist doch gleich Ladenschluss. Oder da wird es auch Hähnchen. Nö. Wegen der einen mache ich jetzt bestimmt keine Hähnchen mehr. Kann mich fragen, wenn ich Lust darauf habe. Also. Das wäre halt schön. Aber so machen wir das ja schon mal gar nicht. Und Geld gemacht haben wir auch. Besser kann es doch nicht laufen. Räumt er auch selber die Teller ab? Nee, ne? Das müsste ich mal noch einstellen. Das wäre das, ne? Oder räumt er das jetzt wirklich nur hier hin? Der Kollege, abwaschen. Ne, dann mache ich das wieder raus. Wir machen den Abwasch, Kollege. Genau, sehr schön. Perfekt, läuft doch. Und mehr Essen wird auch heute nicht mehr gemacht. Zack, sind wir Level 12, herrlich. Du willst Hähnchen können? Ja, habe ich nicht mehr. Gibt's auch heute nicht mehr, geh weg. Gehen Sie doch bitte einfach. Sie belästigen mich. Bitte gehen Sie. Geh jetzt. Ich beschnips dich sonst. Ich glaube, das Wort zählt. Achso, der kann da nicht weiter was reinpacken, weil ja, na okay. Ja, was ist mit der? Geht die jetzt oder bleibt die jetzt hier für immer in unserem Laden? Ich weiß es nicht, die läuft jetzt hier einfach so doof rum. Mit ihrem gelben, weiß ich nicht, Run-Club. Das würde ich hier in den Laden auch tun, junges Fräulein. Man hat einfach zu. Ja, hä? Nö, ich nehme das Fleisch jetzt hier raus, so, zack. Wenn ich das jetzt hinstelle, kommt die hierher. Ja, räumt das weg. Mach das. Und du gehst jetzt mal. Hallo, geh. Gehen Sie bitte. Das ist Belästigung, was Sie hier treiben. Hier ist die Tür. Raus. Bitte gehen Sie doch einfach. Sehen Sie nicht, dass ich eh schon nervös bin. Am liebsten würde ich ja immer die Brille runterhauen. Aber wir machen es nicht. Wir sind fertig. Hä? Hey. Jungen, geh mal kurz da weg, bitte. Geh. Das sind doch mehr als... Naja, gut, okay. Nee, schön. So. Der Tag ist für mich jetzt gelaufen. Nee, du kriegst dein Hähnchen nicht weg. Geh jetzt nach Hause. Ich geh einfach. Gute Nacht. So. Sehr schön. Läuft doch. Und plus haben wir auch gemacht. Na, das ist noch besser. Et lübt doch, et lübt doch, et lübt doch. So. Jetzt bauen wir den Laden noch kurz um und dann ist dann ja Feierabend. Müssen wir gucken, wie wir es bauen. Hier mit C. Geht. So. Und ihr kommt jetzt so. Weil ihr kommt jetzt weg. Also hier rüber kommt ihr. Wir machen jetzt hier so eine Buffet. Ein Buffet machen wir jetzt. Ein richtiges. So, du gehst weg. Und hier kommt jetzt einfach von jedem doppelt alles hin. Das machen wir auch so. Bitte? Das Essen ist fertig. Und wenn die Frau sagt, Essen ist fertig, dann muss man auch drauf hören. Aber umbauen tue ich trotzdem noch schnell. Müssen nur gucken, wie wir es am besten stellen. So. Und. So. Und dann kann das jetzt so in der Reihe weitergeführt werden. Ganz einfach. Na, so. So, ne? Genau.
Und dann drücken wir hier Tab, Shop, nehmen wir die und dann machen wir hier wieder auf Weiß und dann kaufen. Ich hoffe, dass ein paar mehr Leute kommen, wenn ich jetzt hier mehr schon so hinstelle. Wenn nicht, wäre echt. Aber sagt bitte kein okay. Ich sage auch keine Schimpfwörter. So, aber ich würde sagen, das war es dann auch jetzt hier von mir für die YouTube-Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich bei den Leuten Essen spucke. Und wir sehen uns dann bis dahin. Ciao.